Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS80 mit einem kleinen Ankündigungsvideo zu einer neuen Playlist auf meinem Format. Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil, denn dann wisst ihr schon, um was es in dieser Playlist geht, nämlich um die Firma Filmkonfekt. Richtig gehört, Filmkonfekt. Denke mal, auch jeder Filmsammler von uns und auch YouTube Zuschauer wird es auf jeden Fall schon kennen, denn die meisten Unboxing-Kanäle, wo ich eben auch kenne, machen auch ein bisschen Werbung für Filmkonfekt. Und ich habe da auch mich mal ein bisschen erkundigt bei Filmkonfekt und da waren sie auch gleich hellauf begeistert, dass ich auch mitmachen möchte. Und deswegen gibt es jetzt auch auf meinem Kanal ein paar Unboxing-Videos von der Firma Filmkonfekt, gesponsert natürlich auch, das natürlich auch hingeschrieben. Nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme, also mitmachen darf. Wirklich war herzlichen Dank, liebe Kerstin. Und ja, ich habe natürlich schon ein paar Filme, habe ich schon da, von Filmkonfekt und einmal natürlich Schatten der Wahrheit mit Liam Neeson im Future Pack. Dann einmal die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit Sean Connery, sein letzter Film, wo er gemacht hat. Dann einmal hier noch Nicolas Cage in Lord of War, ein genialer Film, wohlgemerkt. Und dann noch zum Schluss Volcano mit Tommy Lee Jones, auch dieser Film fand ich richtig klasse. Ja, aber leider, ihr wisst ja, ich bin ja kein großer Fan von diesen Future Packs. Ich habe es auch schon Filmkonfekt mitgeteilt. Es ist einfach nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Deswegen bekomme ich wahrscheinlich meistens nur die Mediabooks. Und werde ihn natürlich auch auf Herz und Nieren prüfen. Ich habe ihn auch schon von vornherein gesagt, ich werde auch sehr kritisch sein. Aber damit können Sie auch umgehen. Ich hoffe, Sie können auch wirklich damit umgehen. Denn ihr wisst, ich bin schon bei manchen Mediabooks schon sehr kritisch. Aber jetzt, ganz ehrlich, ich zeige jetzt erstmal den Karton, was ich bekommen habe von Ihnen. Nämlich dieser Karton ist komplett gefüllt mit Mediabooks für euch. Denn natürlich auch in diesen Videos wird es auch Gewinnspiele geben. Wie es alles machen werde mit den Gewinnspielen, das steht noch ein bisschen in den Sternen, muss ein bisschen noch Gedanken machen, werde mal so ein komplett Video für die ganzen Gewinnspiele der letzten Zeit vielleicht, wo ich euch jedes einzelne Ding immer machen werde. Und ja, noch ein kleines bisschen Information über die Firma Filmkonfekt. Der Filmkonfekt ist aus dem Jahre 2009, da wurde es gegründet und die Sitz ist in Potsdam, also in Babelsberg in Potsdam. Und sie erwirbt natürlich verschiedene Lizenzen von verschiedenen Filmproduktionen und der Vertrieb ist in Deutschland, Österreich und auch in der deutschsprachigen Schweiz. Am Anfang kamen zuerst die ganzen Future Packs raus, wie ihr hier seht. Und nach wurden auch diese Filme auch in Mediabooks veröffentlicht, was ich sehr cool finde. Und dann auch noch zum Schluss auch noch ein paar Amaways gibt es auch noch dazu. Es gibt auch eine Filmkonfekt Essentials Reihe, eben Mediabooks mit verschiedenen Klassikern. Unter anderem auch Wie ein wilder Stier von mit Robert Niro und. Ja, preislich liegen diese ganzen Mediabooks und Future Packs wirklich in einer sehr guten Lage. Future Packs kosten zwischen 16,90 und 19,99 und die Mediabooks zwischen 17,99 und 19,99. Also da kann man wirklich nicht meckern, wie ich sagen kann. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit unter www.filmkonfekt.de auch Filme zu streamen. Da braucht man eben eine Abo-Link unten also in der Videobeschreibung zu Filmkonfekt. Mit den ganzen Angeboten, was sie alles anbieten, könnt ihr natürlich dann gerne mal nachlesen. Auch auf meiner Website wird es demnächst auch noch einen kleinen Link zu Filmkonfekt geben. Aber da wird es ein bisschen dauern, denn ich bin ein bisschen in Stress zu Hause, denn ich habe Frühdienst und danach muss ich noch Emma-Sitting machen. Also von daher wird es ein bisschen schwierig, auch mit Videos zu drehen. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wann denn das erste Video wirklich kommen wird von Filmkonfekt. Aber es wird auf jeden Fall kommen, kann ich euch versprechen. Ja, soweit so gut, was es eben in dieser Playlist geht. Eben um Filmkonfekt mit Gewinnspielen. Wie gesagt, alles, was hier drin ist, habe ich gesponsert bekommen. Nochmal herzlichen Dank. Und deswegen will ich auch alles dann auch verlosen. Natürlich ein Exemplar werde ich für mich behalten. Und ja, das war es erstmal für euch. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß auf meinem Kanal. Und ja, das war's von mir und bis dann, tschüss mit Ö und Bye.